Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vulkanoids, in der ich gar keine Ahnung habe, wo wir waren. Doch, wir brauchten, glaube ich, irgendwie, irgendwie einen Kopf brauchten wir, ne? So, wir fahren mal an die Oberfläche, würde ich sagen. Ich hoffe, wir sind... endlich können wir unsere Dungeon-Produktion starten. Besorge alle erforderlichen Komponenten. Jawohl. Huch. Ich habe Seitenlage. Genau, für dich ist jetzt gerade... Was wollte ich gesagt haben? Für dich ist jetzt gerade wahrscheinlich nur eine Folge vergangen. Für mich ist jetzt mittlerweile schon wieder, glaube ich, fast eine Woche her. Deswegen muss ich erstmal wieder reinkommen. Lass mal gucken. Also... Wir sind oben, wo sind wir denn? Wir sind über Erde, ne? Also über Tage. Ah ja, den Bergmannskopf brauchen wir. Fortschrittliche Produktion aufwerten benötigt. Das ist schön. Das heißt, wir gehen mal... Obwohl, warte mal, ich baue mir mal eben noch mal ein bisschen Rüstung, weil ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Rüstung. Dann würde ich das mal eben schnell tun. Was brauchen wir denn dafür noch mal? Mal eben schnell zur Werkbank. Modul Werkzeuge, ne? Kupferschrauben. Zweimal Kupferschrauben brauchen wir. Dafür brauchen wir Kupferbarren, die wir hier vorne herstellen. Und ich schalte mal die Geräte an. So, Frachtraum ist voll. Aktiviere ausgeschaltet. Was? Dann machen wir das mal anders. Dann nehme ich mal das mal eben... Ich nehme mir mal ein paar Sachen raus, oder? So, Kupferschrauben. Dann haben wir hier 46 von 48. So, kann ich die jetzt herstellen? So, einschalten. Schalte die Station ein. Kann ich das auch hier machen? Station an. Ah. Werkzeuge? Ja, nice. So. Dann würde ich sagen, holen wir mal... Wie viel Kohle haben wir denn? 309. Alter Schwede. Holen wir mal uns die Rüstung raus. Das packe ich wieder rein. 47 von 48. Sollten wir echt aufpassen. Ich ziehe mir mal eben die Rüstung an. So. Ah, Drufter. So. Erinnert mich ein bisschen an Bioshock, muss ich sagen. Nicht Bioshock, was erzähle ich da? Bin vollkommen einer Käse, was ich erzähle. Erinnert mich ein bisschen an Fallout tatsächlich. So, Bergmannskopf. Lass mal gucken, wir brauchen die roten Robi-Roboters. Wo wir beim letzten Mal ja schon so großartig gescheitert sind. Was? Achso, ich schick mal meinen... Ich glaube, mein Schiff macht das schon. Ich schicke mal mein Schiff weg, weil wir ja gerade sowieso ein bisschen Zeit haben. Machen wir das mal mit der 6, glaube ich. Ne, genau. So. Gut. Alles klar, dann fährt es wenigstens in Sicherheit. Dann brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Und wir kümmern uns mal, ob das wir den Kopf kriegen. Wir haben ja genug Leben dabei. Also, Heilspray. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir... Achso, ich wollte mal gucken. Ah, wir haben ja noch diese panzerbrechende Revolvermunition. Die wollte ich mal ausprobiert haben, weil ich gerade den Revolver jetzt hier in der Hand nehme. Das wäre, glaube ich, mal gar nicht mal so verkehrt. Ich bin gespannt, ob es auch ein Gewehr gibt später. Womit man dann irgendwie so vielleicht snipern könnte. Oder zumindest aus einer weiteren Entfernung die Roboter erledigen könnte. Die Cox im Übrigen immer noch. Was ich sehr lustig finde. So, da hinten sind welche. Sind die rot? Hallo? Da ist ein roter, oder? Hä, wieso rennt der weg? Feichling! Warte. Oh, oh. Nein, hat er nicht. Sind das überhaupt Bergmannsarbeiter hier? Ah, Schredder. Ja, ganz toll. Sind, glaube ich, nicht die richtigen gewesen. Aber wir gucken mal. So, da oben ist... Ich schau mal eben auf die Karte. Das müsste hier sein. Am Schluchtlandeplatz. Weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ich glaube, ja. Aber es geht ja jetzt darum, dass wir, glaube ich, unseren Bohrer auch ausbauen später, ne? Also unser Schiff irgendwie aufwerten komplett, dass wir auch weiterreisen können. Also gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Sagte er und... Ah, da hinten, okay. Oh, Granaten hätten wir bauen sollen, oder? Oh, moin!
Ja, Bergmannskopf. Juhu, und Stahlbarren. Okay. 2 von 4 haben wir. 2 down, 1 to go. So, lass mal gucken. Ich versuch's immer wieder mit dem Revolver, so ein bisschen aus der Entfernung. Aber das ist keine gute Idee, so wie ich das gerade feststelle. Alter, Hilfe. Hinter mir auch noch einer, oder was? Alter. Uff. So, hier muss doch was bei sein jetzt bei dem Müllhaufen. Jetzt habe ich das mitgenommen, wollte ich gar nicht. Sonst noch irgendjemand hier? Ohne Fahrschein? Oh, der hat Revolvermunition. Nehmen wir mit. Ja, 3 von 4. Ich glaube, das Game hat ein bisschen Mitleid mit uns, weil wir letztes Mal so wenig gefunden haben. Ja, juhu! Ehre! So, das war's schon. Wir haben auch ordentlich eingesteckt und ordentlich kassiert, wenn ich das so sehe. Unsere Rüstung ist völlig runtergeschossen. Wir brauchen echt eine andere Waffe. Oder halt diese panzerbrechende Munition für den Revolver, die ich mal vielleicht mal den nächsten Mal einstecke. Gut, dann düsen wir mal und schauen mal, dass wir jetzt unser Schiff rufen. Und ich schau mal eben. Da hinten war eigentlich ein relativ safer Platz. Da war jetzt nicht so viel Action. Müssen wir mal gucken, dass wir unser Schiff dann natürlich auch reparieren demnächst wieder. Aber das hat ja wahrscheinlich wieder ein bisschen Schaden genommen. Das sieht schon cool aus mit der Lava, muss man ja sagen, ne? So. Gucken wir mal, war das jetzt die Richtung? Ja, das müsste die Richtung sein. Gucken wir schon mal unser netten Pitboy raus, wenn ich das so sagen darf. Und drücke mal auf die 7. Und schauen mal. Ja, irre, das hat funktioniert. So, es müsste dann gleich hier hochkommen. Da hinten kommt schon ein Kandidat wieder, den ich gerade sehe. Nein! Hä, ich kann nicht zielen. Oh, ich glaube wegen dem... Oh, ich glaube, ich habe einen Bug, glaube ich, gerade entdeckt. Weil wenn er jetzt in der Szene war, konnte ich jetzt gerade nicht zielen. Das war ja nicht so schön. So. Gut, da wären wir schon. Wir sollten mal gucken. Oh ja, wir sollten auf jeden Fall ein bisschen reparieren. Das heißt, ich hole mir mal eben schnell unser Reparaturkit. Das müsste hier oben sein. Nee. Wo war denn unser Lager? War das hier vorne? Hier. Ich verlaufe mich schon wieder. Denn ich habe eine Orientierung wie eine Bratwurst. So. Gut, das nehmen wir mit. Dann fangen wir mal an zu reparieren. Wo haben wir denn... Da. Dann machen wir das mal. So. Und so. Dann haben wir noch irgendwo. Da oben ist irgendwas mit 99. Das ist da. So 100. Ich glaube, der Rest ist, glaube ich, in Ordnung. Gut. Dann schauen wir mal. Also, wir müssen jetzt herstellen. Klicke auf die An-Taste. So. Ja, ja, alles ist gut. Menü-Taste auf der Station Research. Wähle Registrierkarte Produktionstechnologie. Stelle Produktionsdatenstufe 1 her. Produktionstechnologie, Produktionsdatenstufe 1. Hier. Haben wir das nicht sogar schon? Bin mir nicht sicher. Egal, ich stell's mal her. Zweimal sogar. Brauchen wir es. Machen wir das nochmal. So, klicke auf die Menüleiste. Platziere Gegenstände. Ah, okay. Okay, Registrierkarte, Gegenstände. Ah, müssen wir einen Frachtraum platzieren. So, Drillship, Frachtraum ist voll. Gib Frachtraum frei oder... Fahre weitere Frachtmodule aus. Was für Frachtmodule soll ich ausfahren? Ich habe keinen Platz mehr für Dings. Also das nehme ich mal... Das nehme ich mal raus. Das packe ich mal woanders hin. Solange wir das gerade nicht brauchen, kann man das ja einfach so in der Tasche mal mitnehmen. So, warte. Das packe ich hier rein. Das geht nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Dann machen wir hier oben noch ein bisschen. Genau, hatten wir das nämlich auch da. Und... Die Barren hatten wir, glaube ich, hatten wir die im Frachtraum? Also mit dem Frachtraum wird echt knapp gerade. So, 45 von 48, lassen wir mal so. Die panzerbrechende Munition, wo haben wir die hingetan? Die würde ich schon mal mitnehmen, die ist bestimmt hier oben irgendwo, ne? Wird wieder alles gleichzeitig machen, man merkt's. Da, panzerbrechende Revolvermunition, mal gleich mitnehmen. Und 2 Granaten, warum denn nicht?
So, was müssen wir? Spitzhacke ausrüsten? Warum? Ah, so. Weil ich jetzt, ich Blödmann, quasi Kupfer und Erz weggenommen habe. Na, das ist ja toll. Okay, wir müssen aufpassen, dass die nicht unser Schiff hier demolieren, ne? 88%. Aber während wir jetzt gerade hier so ein bisschen am Rumtouren sind. So, herstellen. Also, wir sollen, lass mal schauen. Menüleiste, Station Wild Research, Wählregistrierkarte, Raffinerietechnologie und stelle Stufe 1 her. Haben wir das nicht sogar schon? Ich bin mir sicher, dass wir das haben, oder? Hier, haben wir. Stufe 2 ist das hier sogar. Ja, guck mal. Wir haben sogar ein bisschen... Haben wir noch woanders Technologie? Nee, ne? Ich wusste doch, dass wir irgendwas haben. Ich wusste es doch. So, das heißt, wir brauchen jetzt nämlich nur noch einmal herstellen. Siehst du? So, gut, haben wir. Und dann müssen wir Legierungsbarren herstellen. 10 Stück. Frachtraum ist voll, ja. Was können wir denn mal ablegen? Baumeisterkopf. Brauchen wir gerade nicht. Und Produktionsmodul Stufe 2. Das packe ich mal oben rein. Müssen wir behalten, dass wir das haben. Alter, das ist so umfangreich. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, den blauen Kopf brauchen wir anscheinend doch, ne? Menüleiste, platzieren Gegenstände, Drillship. Also brauchen wir den blauen doch. So, jetzt aber. Und das andere brauchen wir auch. Ich bin so doof. Warum braucht er denn jetzt alles? Da müssen wir irgendwas anderes rausnehmen. Warte mal, lass mich mal eben schnell gucken. Drillship-Segment brauchen wir nicht. Schrauben. Vielleicht brauchen wir die gleich. Ich lasse die mal... Ich lasse die Sachen jetzt erstmal im Dings drin. Everything. Everything or nothing. Das mit der Kohle ist ein bisschen blöd, ne? Ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein bisschen weniger Kohle reinpacken. Das spart nämlich auch Platz. Machen wir mal so 100. Ich sehe es nämlich gerade. Dann packen wir die Kohle nämlich hier oben nochmal mit rein. So, haben wir denn unten noch Platz? Nein. Aber hier... Wird noch ein bisschen durcheinander, aber das wird sich demnächst mal liegen. Das dürfte ja nur einen Platz verborgen, oder? Okay. Gut, aber sie sieht auf jeden Fall schon besser aus wie vorher. 36 von 48 ist ja supi. Gut, dann packe ich das auch noch rein. So. Legierung. Die Raffinerie, das ist hier. Menü, hallo? So. 10 Stück. So, 10. Okay. So, das müssen wir ins Drillship legen. Ah, nee, ist drin. Dann klick auf die Menüleiste. Okay, das packen wir auch rein. Klick auf die Menüleiste Station White Production. Warte mal, das müsste hier sein. Und dann auf die Registrierkarte Aufwertung. Und dort müssen wir jetzt Stelle gehärteten Bohrer her. Hier. Nice. Das müsste ja sein. Gehärteter Bohrer. Ja. Das dauert ein Weilchen. In der Zwischenzeit gucke ich mir nochmal eben den Frachtraum an. 33 von 48. Was könnte man denn noch rausnehmen? Das brauchen wir alles, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwann unseren Frachtraum erweitern können. Das wäre halt mega. Weil zwei Frachträume bringt nichts, weil er addiert das einfach nur. Also bringt das alles nichts. So. Gehe zum Drillship-Frachtraum, klicke auf die Menüleiste. Nimm den gehärteten Bohrer. So. Gehe zum Statistikfenster und klicke auf die Menüfläche. Auf die was soll ich gehen? Achso, da hinten. Ah, hier. Menü. Okay. So. Klicke im Rucksack auf die Aufwertung. Damit installierst du die Aufwertung. Ah, perfekt! Wenn du den zweiten Bereich der Insel vordringen willst, musst du sicherstellen, dass du alle nötigen Aufwertungen dafür hast. Uff, es ist an der Zeit, die Cox wissen zu lassen, dass sie auf der Insel nicht mehr allein sind. Fahre zur Lavahöhle und finde heraus, was dort passiert. Nimm Gegenstände, Granaten und Waffen mit, um auf alles vorbereitet zu sein, was sich dort befindet. Der Erkundungszeitpunkt sollte gut gewählt sein, denn es wäre alles umsonst, wenn du dich wegen eines bevorstehenden Vulkanausbruchs zurückziehen müsstest. Ja, das machen wir mal. Da war noch eine andere Aufgabe.
Nebenaufträge, stärkere Module. Die Intensität der Angriffe wird zunehmen, je weiter du in die Insel vordringst. Verbessere dein Rumpfdrillschiff, um die Panzerung aller Module einschließlich der Rumpfwerte, Wände aufzuwerten. Es ist egal, ob das Modul geöffnet oder geschlossen ist. Die Panzerung ist dauerhaft. Sieh nach, ob Teile der verstärkten Panzerung eingelagert sind oder suche und zerstöre ein Cockdrillschiff, um auf dem eine solche Aufwertung installiert ist. Überprüfe im Statikfenster, ob das Drillschiff es wert ist, zerstört zu werden. Das sollten wir tun, denn das ist gar nicht mal so verkehrt, das aufzuwerten. Ich würde einmal nach unten fahren. Das würde ich mal machen. Denn ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier, während wir hier so ein bisschen basteln, quasi Ärger bekommen. Wir brauchen, glaube ich, schon wieder 10 Legierungsteile, ne? Dazu brauchen wir Eisenerz. Das haben wir. Also schrie alles. Eisenerz war... Nee, wo war denn Eisenerz? Da war, glaube ich, Eisenerz, ne? 7. 10 brauchen wir, glaube ich, davon, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Pack's mal rein. So, und dann brauchen wir... Okay, Raffineriemodulstufe 1. Ja, jetzt muss ich selber erstmal... Raffineriemodul, Raffineriedatenstufe 1... War das das gewesen? Ich glaube ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ach, jetzt kann man das hier unten ja nicht bauen, ne? Ach, das ist ja... Aber ich meine, das war das gewesen. Ich fahre doch nochmal nach oben. Mist, ist echt blöd, dass man... Gut, ich meine, macht Sinn, ne? Die Module sind nicht ausgefahren, man kann nichts machen und so. Das ist natürlich raffiniert. So ist man halt natürlich gezwungen, an die Oberfläche zu fahren und natürlich auch, ja, die Sachen quasi, da oben zu machen und nicht unten irgendwo. Aber ich meine, wir brauchen die... Also die Legierung war klar, die brauchen wir, ne? Davon brauchen wir, glaube ich, 10 Stück. So, warten wir mal eben, bis das da oben vollgelaufen ist. Genau, 2 Raffineriemoduldaten. So. Dann gucken wir mal. Das müsste Raffineriestufe 1 wird mit der Forschungswerkbank hergestellt. Aus zerstörten Raffineriemodulen oder roten Kockköpfen oder... Okay. Raffinerie Stufe 1. Ist das das? Ja. Okay, wir brauchen noch... Also wir brauchen noch irgendwie so eine Technologie. Müssen wir mal gucken. Haben wir irgendwo in unserem Lager noch was rumfliegen? Raffinerie Datenstufe 2. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, Stufe 2 brauchen wir noch nicht. Die hatten wir, glaube ich, irgendwann mal gebaut. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf Erforschung, glaube ich, gehen. Sonst schaffen wir das nicht. Genau. Dann brauchen wir Produktionsdaten. Stufe 1. Forschung so wäre. Warte mal, das müsste... Haben wir, glaube ich, auch nicht, ne? Pumpe. Produktionsmodul. Zerstörtes Produktionsmodul. Raffineriemodul. Warte mal, können wir damit irgendwas... Ich schau mal eben. Nein, wir müssen hier hin. Raffineriedaten. Wir brauchen, ja, Stufe 1. Haben wir. So, wir brauchen jetzt Forschung. Das wäre... Ist das hier? Funktionsstufe 1 wird mit der Forschungswerkbank hergestellt. Forschungstechnologie. Forschungsdaten brauchen wir, ne? Oder? Forschungsproduktionsdaten. Ist das hier? Ah, hier. Das haben wir sogar. So, das dauert länger tatsächlich. So, dann haben wir das schon mal fertig. Jetzt brauchen wir noch die Legierungsbarren, die 10 Stück. Und wir kommen... Ja, Ehre, haben wir. So, Auftrag, Stärke, Module. Klicke in der Menüleiste auf Station mit Production. Warte mal, das ist hier. Und stelle... verstärkten Rumpf her. Hier. Okay, wir verstärken den Rumpf. Jetzt ist die Frage, ist es dann komplett für das gesamte Schiff der Rumpf, der verstärkt? Das wäre jetzt mal wichtig zu wissen. Das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Ich mach das alles mal aus hier. Brauchen wir ja gerade nicht. Verbraucht ja auch Strom. So, geh zum Frachtraum. Nimm den verstärkten Rumpf. So, und jetzt müssen wir natürlich wieder ins Menü gehen bei unserem... Und das installieren. Ja, doch, ach, tatsächlich, Rüstung 10 ist aufgewertet.
Wärmetemperatur, nee, Wärmeleitfähigkeit 0,40 und maximale Temperatur 350. Nice. Okay. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall, hat er gesagt, ich sollte auf jeden Fall schon mal speichern. Das mache ich jetzt mal eben, schnell speichern. Wir sollten uns ausrüsten. Das hat er gesagt, das werde ich jetzt mal tun, indem ich quasi jetzt erstmal das wegpacke, was ich nicht brauche. Das ist das. Und wir einiges herstellen. Was haben wir denn hier noch alles drin? Wir haben auf jeden Fall noch Munition, die ich ein bisschen mehr mitnehmen möchte. Schrotflinte. Leben würde ich mitnehmen. So, Laufgeschosse. Präzise Flintenmunition. Einzelgeschosse. Munitionswechsel mit mittlerer Maustaste. Nehmen wir mal mit. Kann man mal ausprobieren. Und dann würde ich Granaten herstellen wollen. Okay, unser Schiff hat ein bisschen gelitten. Granaten, die stellt man an der, glaube ich, her, ne, genau. Munition, Werkzeuge, genau. Schwarzpulver brauchen wir dafür. Das wird hier hergestellt. Ja, einschalten. So, dann brauchen wir Schwefelpulver. Dazu brauchen wir, was brauchen wir dafür nochmal? Schwefelerze, die haben wir. Dazu haben wir genügend Schwefelerz. Ach guck mal, hier haben wir auch nochmal Schwarzpulver und alles. Verbraten wir jetzt mal ein bisschen was, weil wir es gerade haben. So, das müsst ihr gebaut haben, ne? Genau, nice. Dann können wir nochmal ein bisschen Schwarzpulver herstellen. Weil ich würde nochmal ein paar, wie gesagt, das Lasergerät wurde eingefahren und versteckt. Warte, bis der Vulkanausbruch vorüber ist. Und greife dann erneut an. Kehre zum Drillship zurück und warte unter Tage. Wenn das Drillship unter Tage ist, halte G gedrückt, um es an die Oberfläche zu rufen. Achso. So, Granaten. Was können wir denn herstellen? Achso, wir brauchen Kupferschrauben dafür. Nice. Kupferschrauben werden in Kupferbarren hergestellt. Das denken wir. Dazu brauchen wir Kupfererz. Okay. Ich sollte, glaube ich, gleich mal, glaube ich, wieder nach unten fahren. Denn bevor wir hier, wie gesagt, gleich mal wieder Theater kriegen. Kupferbarren, ne? Kupferschrauben. Da müssen wir Kupferbarren haben. So, warte mal. Wir sollten. Der Vulkan. Tschüss. Habe ich ganz vergessen. Ich habe es nur gerade gehört. Das war wieder ganz knappe Kiste. Aber ist ja gar kein Problem. So. Spiel. Die Freezes sind manchmal sehr komisch. So. Das stellt er her, ne? Okay, alles klar. Gut, so, was brauchen wir jetzt hier nochmal? Lass mich durch! Kupferrohre. So, können wir noch ein paar herstellen, oder? Boah, ich würde schon ein paar mitnehmen, weil die sind schon gar nicht mal so schlecht. Ich würde auch mal eine Rüstung bauen, weil wir ja gerade sowieso. Was brauchen wir denn da? Kupferschrauben, Kupferplatten zweimal. Weil dann würde ich tatsächlich nochmal zweimal Rüstung mitnehmen, vorsichtshalber. So, was haben wir denn da jetzt? 15 Granaten. Reichen die? Ich bin mir nicht sicher, weil er immer erzählt wird, boah, nimm so viel mit und tralala. So, haben wir ein bisschen Platz im Inventar, das ist gut. Ich bin ready. Ich rüste mal die anderen Waffen, also die andere Munition aus. Schauen wir mal, ob die damit direkt instantly sterben werden, das weiß ich nicht. So, ich mach mal speichern. So, Auftrag nach dem Vulkanausbruch fortgesetzt, genau so. Jetzt ist nämlich es an der Zeit, weiterzureisen. So, Entschuldigung.
Das heißt für uns, wir müssen wieder an die Oberfläche. Wenn wir eine Steuer Drillship. Verwende Steuer bei Drillship Kessel zur Steuerung. Ja, das ist hier. So, und dann müssen wir. Klicke auf einen Ort auf der Untergrundkarte zur Fortbewegung. Begib dich zum Ziel. Rotes Symbol, das ist da. Uff, okay. Dann fahren wir mal dahin.